Herr Kretschmann, da würde ich mich warten, meine Frage zu stellen. Es ist so, dass Sie ja in den letzten 3 Jahren auch hier mit die Pandemie, die Corona-Pandemie ist für mich kein Thema, was man jetzt weglassen kann, einfach so. Sie haben auch verschiedene Verordnungen hier erlassen. Es ist dabei so, dass es kurz vor einem Impfzwang stand. Es wurden Menschen erpresst aus heutiger Sicht, verächtet gesellschaftlich, ist ausgesetzt. Nun ist es so, auch Sie waren einer, der propagiert haben. Es sind 2 harmlose Piekser aus den Landtierworten. Und diese harmlosen Piekser sorgen dafür, dass jetzt auch Ihre sogenannten Qualitätsmedien zugeben müssen, dass es Impfschäden gibt, von denen vorher keine Rede war. Ich persönlich habe in der Familie 3 Schlaganfälle, 2 Herzinfarkte. Liebe Menschen, die das nicht aus Überzeugung gemacht haben, die keine Angst vor dem Coronavirus hatten, sondern einfach ihren Arbeitsplatz nicht verlieren wollten. Ich möchte von Ihnen heute hier wissen, warum wird das nicht thematisiert, wann arbeiten wir das auf und wie können Sie das verantworten, dass Sie sich trotzdem so selbstbewusst hier als Ministerpräsident hinstellen, während wir jetzt nach dieser Corona-Pandemie eine Übersterblichkeit haben, wo Vermutung nichts anderes zulässt, als dass es genau mit der harmlosen Spritze, die Sie es propagieren, zu tun hat. Danke. Ja, also ein Riesenthema. Ich muss damit anfangen, dass diese Pandemie natürlich für uns alle überraschend kam. Wenige hatten damit Erfahrung. Und wenn man das heute nochmal neu machen müsste, würden wir sicherlich das eine oder andere anders machen. Wobei ich finde immer, mit dem Fortschreiten der Entwicklung der Pandemie wurden die Maßnahmen immer schwieriger. Also am Anfang würde ich sagen, war das auch richtig. Ich habe ja in diesen Krankenhäusern noch viele Menschen gesehen, die da gestorben sind. Entschuldigung, es gab keine Überlastung der Gesundheitssituation. Entschuldigung, das ist auch eine Unwahrheit. Dass Sie sich da unterbrechen, wir wollten den Faden verlieren. Entschuldigung, es gab keine Überlastung der Gesundheit. Entschuldigung. Ja. Und wir haben diese extreme Überlastung der Krankenhäuser gehabt. Ich weiß, wie ich in Hügelschloss-Werder war, wie wir hier in Friedrichstadt waren und aus. Und ich meine, das Verrückte für die Frauen und Männer, die da gearbeitet haben, war, dass sie alle gesagt haben, ich bin hier drin, ich kann nicht mehr. Und wenn ich draußen mit Leuten rede, dann wird das gar nicht so richtig wahrgenommen. Und das Dramatischste war eigentlich für mich ein Erlebnis in Zittau, in meiner Heimat. Ich war zwischen Weihnachten und Neujahr im Krankenhaus und das kenne ich natürlich, Zittau kennt alle. Zum Teil die Namen gekannt, die dort auf der Intensivstation waren und dann auch gestorben sind. Wir haben an dem Hochwasserschutzpunkt diese vielen Särge gehabt, weil die Krematorien das nicht mehr geschafft haben. Und dann kommen wenige Tage danach die Menschen so vor mein Haus gezogen und sagen, stimmt also nicht. Ich habe keine Überlastung. Aber gibt doch Zahlen dafür, die das belegen, dass es unwahr ist, dass ich gerade drauf kann. Ja. Weil ich sage, wir sind jetzt hier in Zittau. Es ist für Sie ein leichtes, in dieses Krankenhaus zu gehen und das Leiche zu erleben, was ich jetzt gerade erlebt habe. Ich spreche von einer ganzen weiten Untersterblichkeit, die es geherrscht hat in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Wollen Sie von mir eine Antwort haben? Entschuldigung. Wollen Sie über was reden? Ja. Und es ist für Sie ein leichtes, dahin zu gehen, sich anzuschauen. Es ist ein leichtes, zu diesem Hochwasserschutzpunkt zu gehen und zu sehen, was dort ist. Und trotzdem stehen Sie vor mir und sagen, stimmt. Und das, finde ich, ist total bemerkenswert in dieser besonderen Situation, weil das ist ja alles, das fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Also, es gibt natürlich viele alternative Fakten, aber die Realität in den Krankenhäusern war so. Sie sehen das an den Zahlen so. Und heute frage ich mich, ja, also wenn jemand, die sich nicht impfen lassen wollte, die aus verschiedenen Gründen, das ist ja auch eine individuelle Entscheidung, kommt für mich nicht in Frage. Für die war das am Ende wirklich extrem schwer. Nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen können, nicht ins Restaurant gehen können. Das würde ich heute auch anders machen. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn Sie sagen, wir wollen dann wieder zusammenkommen. Ja. Was ist die Aktion? Also ich habe viele Bürgergespräche. Wir beide sprechen jetzt miteinander. Wir haben natürlich in einem Rechtsstaat auch immer die rechtsstaatliche Aufarbeitung. Ja. Und das braucht ja ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Also ich bin da total offen. Aber was stellen Sie sich vor? Was würden Sie sich da wünschen? Ich würde mir sehr wünschen, dass Sie die Zahlen offen kommunizieren. Fakt ist, und das kann jeder, kann das nach
nachprüfen. Wir hatten in Deutschland 2020 eine Untersterblichkeit im Gegensatz zu den 10 Jahren zuvor. Ich jetzt bitte mal nein, ich bin gerade dabei und wir sind höflich und lassen uns alle ausreden. Wir hatten eine faktische Untersterblichkeit, die da passiert ist. Es ist trotzdem so, dass Sie das zu verantworten haben und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich böse auf Sie, weil das ist nicht mehr aufzuarbeiten. Ein Karl Lauterbach, der sind Sie nicht, aber der stellt sich jetzt hin und sagt, es hatte keine Evidenz, Lockdowns durchzuführen oder Masken an Schulen und Schulschließungen und Kindergärten geschlossen, die wurden Menschen, die alleine sterben mussten. Und jetzt sagt man, würde man heute anders machen? Ganz so einfach sehe ich das ehrlich gesagt nicht, denn auch Sie hatten hier die Zahlen transparent da. Eine Entspannung, Entschuldigung, das ist Sie können es nicht mal gucken, weil es im Grunde ist, Sie behaupten, und ich will das Ihnen gar nicht wegnehmen, das ist Ihre Realität, dass es keine Übersterblichkeit gab. Da sehe ich die Dinge ganz anders. Und wenn wir jetzt erstmal, müssen wir uns über diesen Punkt erstmal verständigen, uns gemeinsam hinsetzen und dann erklären. Für viele Menschen in diesem Land ist das geklärt, weil wir wissenschaftliche Institutionen haben. Wir haben das Paul-Ehrlich-Institut oder das Robert-Koch-Institut. Vermutlich ist das jetzt eine Institution, der Sie nicht vertrauen. Doch, aber wenn Sie diese Zahlen haben, ist diese Übersterblichkeit ja ganz sichtbar. Und Sie sehen sie ja vor allen Dingen auch, das muss man ja sagen, wenn man in die Altenheime geht, wir haben es ja gesehen, das Altenheim in Görlitz, was ich besucht habe, da sind ein Drittel der Leute gestorben. Das war eine furchtbare Situation. Also wir können das Gespräch gerne fortsetzen, ich glaube, es ist ein bisschen zu viel, um das Thema zu machen. Aber ich bin da sehr, 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 sehr offen, schreiben Sie mir nochmal. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns mal zusammensetzen in einer vernünftigen Runde. Ich bin da offen dafür. Ja, ich möchte das abschließen als Bürgerin sagen, dann gehe ich auch zurück und gebe den anderen die Möglichkeit zu sagen, das, was ich gerade sagte, kam aus der Bundesstatistik, dass es eine Untersterblichkeit gab zu dieser Zeit. Das kann man sich zusammensuchen, wenn man die Zahlen transparent interpretiert, kommt man darauf, dass es eine Untersterblichkeit war. Und meine Frage haben Sie letztendlich trotzdem nicht beantwortet, was ist mit meinen Verwandten, mit meinen Lieben, die Angst hatten um ihren Arbeitsplatz und hier so rumlaufen. Gucken Sie, fotografieren Sie mal so, weil sie Schlaganfall hatten, weil diese harmlose Priester, ja nur harmlose Priester war, in Wirklichkeit war es eine Gentherapie, wo eine Schnellzulassung, eine Notzulassung vorlag. Dafür haben Sie die Verantwortung zu tragen und fragen Sie weiter, sprechen Sie die Wahrheit von den Leuten. Ich habe die Verantwortung und ich habe das Gefühl, dass Sie in einem Zustand sind, dass Sie ein Gespräch, wo man sich aufeinander zubewegt, dass Ihnen das nicht möglich ist. Also von Ihnen kommt ein Schwall von Punkten, wo ich bei vielen einzelnen Stellen sagen müsste, stopp, okay, darüber müssen wir reden. Da habe ich eine andere Haltung dazu. Und deswegen ist das, ich bin da zu allem bereit. Ich möchte gerne, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt. Okay. Und ich sehe viele Punkte, die da durchaus auch kritikwürdig sind. Mhm. Ich sehe ein großes Ganzes, wo ich heute noch sagen würde, es war richtig so zu handeln. Und ich meine, wenn wir jetzt allein über Impfen stehen, das ist ein Thema für sich, ja, da kann man jetzt nicht zwischen Tür und Angel drüber sprechen. Ja, dann machen wir uns bitte noch ein Angebot, meinst du, die Frage beantworten? Dann schreiben wir eine E-Mail und dann reden wir weiter. Und Sie versprechen, dass Sie dann in Ruhe mit mir das Gespräch nochmal fortsetzen sollen? Ich bin noch kein Gespräch, aber bin ich gegangen. Gut, Dankeschön.